Oh ja, sehr schön. Okay, jetzt darfst du machen, okay? Ja, ja, wunderbar. So, jetzt wird es mal Zeit, dass du auch was tust. Das sehe ich immer nur. So, so. Moin, Leute! Moin, Leute! Wie die Hirn ist. Moin Leute, herzlich willkommen zum 8. Video unserer Miniserie über Handbefreiung. Wir haben jetzt im Prinzip in den letzten 7 Videos alles erklärt, was wir so machen, warum wir das machen, wo die einzelnen Bewegungen herkommen und so weiter, welche Prinzipien und Grundsätze wir verfolgen haben. So ein bisschen Wing Chun touchiert, jedenfalls so wie wir das hier trainieren. Wichtig ist, dass man ja jetzt das Ganze drillt. Ne? Und zwar ist es so, ein Ziel von Wing Chun ist ja, Bewegungsabläufe zu erzielen, die man kontinuierlich ausführen kann. Ja, also es gibt immer dieses Gerede von wegen, ich will fühlen, wo der Druck des Gegners hingeht und dann reagieren. Das könnt ihr erstmal alles vergessen, das funktioniert in meinen Augen nicht, dass ich jetzt irgendwie fühle, wo der Druck herkommt und dann reagiere. Also wenn der andere wirklich Power hat und wirklich aggressiv ist und in meine Deckung reinschmiert, dann müssen wir ins Boxen gehen. Ja, zieht euch mal Handschuhe an, baut euch einen Mundschutz ein, geht mal ins Boxen, macht mal Sparring. Da wisst ihr genau, was geht und was nicht geht. Also dass ihr da irgendwas fühlt, außer dass es einschlägt, das bezweifle ich. Aber muss jeder für sich selber wissen. Entscheidend ist Folgendes, ich will in einer Situation, in der ich unter Stress bin, will ich nicht wertvolle Zeit verschwenden, dadurch, dass ich mir klar mache, was da eigentlich gerade passiert und dann eine willentliche Entscheidung treffe. Ja, sag mal immer so, dass ich jetzt wirklich, also okay, der greift jetzt da mit der Hand, jetzt mache ich halt hier irgendwas mit dem Ellbogen oder mit dem Handflächenstoß. Das dauert zu lange. Und wenn ihr zum Beispiel, ich habe früher sehr viele Jahre Jiu-Jitsu gemacht und da gibt es eben unterschiedliche Attacken, die man vom Gegner bekommt und man hat ganz viele Techniken, Hüftwurf, Hüftrad, Schulterwurf, Armstreckhebel, Kipphandhebel, weiß der Geier was. Und jetzt muss man sich die ganze Zeit entscheiden, ja, was machen wir jetzt? Mache ich jetzt dies, mache ich jetzt das und so weiter, das dauert alles viel zu lang. Und ein Vorteil von Wing Chun, wenn man entsprechend trainiert, ne, ist, dass Wing Chun Bewegungsabläufe quasi in unseren Bewegungsapparat reinschleift durch unendliche Wiederholungen, sodass ich in einer Situation, wo ich unter Stress bin, zum Beispiel, wenn ich so einen Handgriff bekomme und ich habe den jetzt 2000 Mal trainiert, unterbewusst realisiere oder erkenne, ohne dass ich das jetzt wirklich bewusst darüber nachdenke, Handgriff, und dann spult mein Körper sozusagen quasi aus dem Rückenmark diesen Bewegungsablauf ab. Das bedeutet aber, ich muss das Ganze jetzt drillen. Ja, und eine Übung erzeugen, durch die mein Partner die ganze Zeit diese Handbefreiung wiederholt. Ja, und ihr seht jetzt, wenn wir jetzt mal so beginnen, ich fasse jetzt mal die Hand von Marc, mach mal 1, 2, 3, 2, 3. Zack. So, wenn er das macht, ne, beginnen wir nochmal von vorne, machen wir langsam. Die rechte Hand ist vorne, ich greife und es geht los. Ne, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ja, ist die Übung so aufgebaut, oh Wunder, dass nach 3 Kettenvorstößen halt nun mal die linke Hand vorne ist und nicht mehr die rechte. Also kann ich jetzt greifen und es geht von vorne los. Aber jetzt ist nach 3 Kettenvorstößen die rechte wieder vorne. So bedeutet, die Übung ist so aufgebaut, dass ich eben die ganze Zeit zyklisch hier arbeiten kann, ohne dass er immer wieder rechts anfängt und außerdem, oder ohne dass ich immer sagen muss, komm jetzt nochmal, 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 sondern die Übung endet eben immer mit der anderen Hand vorne, die ich dann wieder greife und dann geht's los. Das heißt, und hier und hier, ne? Links, rechts, links,
Gut, Marc. Ja, sehr schön. Das liegt an den Haaren. Was? alte Moscher. Na, also, so habe ich jetzt eine Übung erzeugt, wo er drillen kann. Na, und das, was ganz wichtig ist an der Stelle, ist Folgendes. Ich muss quasi Übungsfolgen erzeugen im Wing Chun, die Drillcharakter haben, ja, Schleifcharakter, wo sozusagen es nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ey Mann, Marc, ey, also komm, ich greife mal die Hand und ich rede die ganze Zeit, ja, sondern ich halte die Fresse und erst dran. Ne, ich sage jetzt gar nichts mehr. So, mit anderen Worten, das ganze Gerede hat dann irgendwann auch mal ein Ende. Im Wing Chun wird ja immer besonders gerne diskutiert, wo ist der Arm, wie ist der Ellbogen, welcher Winkel, welcher Druck, tralala. Das spielt in dem Augenblick, in dem ihr trainiert, absolut null Rolle mehr. Ja, da hält man den Mund, man konzentriert sich auf den Bewegungsablauf und es ist natürlich klar, dass man, komm nochmal, jetzt nehmen wir mal an, er hat die Technik gerade neu erlernt, dann macht er es natürlich erstmal langsam. Ne? Also langsam, weiter geht's, ne? Wird sauber ausgeführt, ne? Und er verinnerlicht den Bewegungsablauf. Ne? Andere Seite. Und? So, und jetzt sieht man eben, sobald der Bewegungsablauf drin ist und sozusagen der Partner oder der Schüler oder der Anfänger das geschnallt hat, worum es geht, hält man die Fresse. Das ist ganz wichtig. Ja, und trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Das wird erstmal langsam gemacht und dann erhöht man das Tempo und die Härte. Ja, und wird sozusagen schneller und härter, also schlägt heftiger und muss dabei natürlich kontrollieren, wo sind die Hände im Raum. Ne? Also ich kann jetzt nicht dem anderen volle Kanne an die Birne hauen, sondern ich muss eben genau wissen, ja, wie wenn ihr so macht, ne? Und ich berühre immer mit meinem Zeigefinger die Nase, ich muss ein Gefühl dafür haben, wo sind meine Waffen in Relation zum Partner, erst dann kann ich entsprechende Power aufbauen. Und das ist jetzt eine erste Möglichkeit zu drillen. So Leute, auch dieses Video wäre rum. Was haben wir denn hier mitzunehmen? Erstens, ein wesentliches Ziel des Wing Chun Trainings ist es, automatisierte Bewegungsabläufe im Bewegungsapparat zu verankern, die schlussendlich reflexartig, kontinuierlich mit hoher Geschwindigkeit ohne Stoppen bzw. Stocken und kraftvoll ausgeführt werden. Also es ist ja klar, der Gegner hat eine Reaktionszeit im Millisekundenbereich und wenn wir so lahm arbeiten, dass wir sozusagen immer über seiner Reaktionszeit liegen, stellt er sich auf uns ein und fängt an mit Konterbewegung. Wir müssen also immer versuchen, die Reaktionszeit des Gegners zu unterschreiten und das bedeutet natürlich, wir müssen extrem schnell arbeiten. Also wir haben keine Zeit, uns lange zu entscheiden und irgendwelche Entscheidungsprozesse hier vorzunehmen, was wir denn jetzt gleich tun. Das heißt, wir müssen ihn kontinuierlich unter Feuer setzen, wir müssen hohe Geschwindigkeit anlegen und wir brauchen entsprechende Power, um anzugreifen und am besten tun wir das reflexartig. Weiterhin ist es so, willentliche Entscheidungsprozesse in Stresssituationen müssen wir auf Minimum verkürzen. Zu dem Zweck werden Bewegungsabläufe endlos gedrillt und im Partnertraining wieder und wieder einstudiert und geschliffen. Also wir können uns nicht lange entscheiden, was wir jetzt tun wollen, sondern es muss halt einfach passieren. Und das bedeutet, wir müssen quasi aus dem Unterbewusstsein, ich sag mal Anführungsstrichen Rückenmark, die Bewegungen rausfließen lassen. Und die müssen einfach ausgeführt werden und dafür müssen wir drillen.
drillen und das sozusagen schleifen, 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 sonst passiert das nicht. Und dann funktioniert Wing Chun im Endeffekt nicht in einer Situation, wo ihr Stress und Volladrenalinausschüttung habt. Ne? Also ihr müsst drillen. Apropos drillen, den größten Drillcharakter im Wing Chun hat die Trainingsmethodik Qizhou. Wer hätte denn das gedacht? Ne? In der fast alle Partnerübungen als sich wiederholende Zyklen aufgebaut sind. Mit Qizhou, wenn man es denn richtig ausführt, ja, großes Ausrufezeichen, können die oben genannten Ziele erreicht werden. Also Qizhou macht ihr ja nicht im Kampf, dass ihr also jetzt da steht mit dem anderen da irgendwie mit den Armen kurbelt, aber ihr nutzt natürlich Qizhou im Training, um permanent mit dem Partner Übungen zu drillen, zu drillen, zu drillen und Bewegungsabläufe wirklich in den Bewegungsapparat einzuschleifen. Und dann später, wenn ihr ernsthafte Stresssituationen habt, dann könnt ihr halt hoffen, dass sich das Training auszahlt, indem ihr eben bestimmte Bewegungssequenzen wiedererkennt, die sich mit dem Gegner ereignen. Und dann spult euer Körper bzw. Bewegungsapparat hoffentlich diese einstudierten Bewegungssequenzen ab. Das kann man natürlich jetzt alles noch viel stärker im Detail erläutern, aber das machen wir dann in den Videoserien über Qizhou. Lazao als weitere Trainingsmethodik entlehnt dem Qizhou-Training Übungen, die in modifizierter Weise und ohne Dauerkontakt ebenfalls Drillcharakter haben. Na, also es gibt dann diese Trainingsmethodik Lazao, wo ich im Endeffekt Sequenzen aus dem Qizhou nehme und die eben immer mit Einzelschlägen verbinde und dann versuche auszuführen. Und das eben genauso wie Qizhou auch eine Trainingsmethodik im Wing Chun, mit der ich dann eben versuche, Sequenzen in den Bewegungsapparat einzuschleifen. So Leute, das sind also die Inhalte, die ihr hier aus diesem Video mitnehmen solltet. Und wenn ihr jetzt wieder die Frage stellt, kann ich das jetzt im Detail vertiefen? Ja, allerdings könnt ihr das. Ich habe dazu Videoserien bzw. Videoserien geplant, die ihr im Webshop findet unter wingchun-elsner.shop. Die Videoserien, die hier von Interesse sind, sind logischerweise die Videoserien zum Lazao und zum Qizhou. Also zum Lazao wären das betont jetzt für das, was wir hier besprochen haben. Die dritte Videoserie zum Lazao, die Lazao Grundlagen, also wo es um das Kettenfaustspiel bzw. Paxau-Faustspiel geht, die Schrittarbeit im Lazao, die Auslagenwechsel, einfache Attacken und so weiter. Das wäre also die dritte Videoserie zum Lazao, genannt Lazao Grundlagen. Ja, und dann natürlich der Riesenblock, den es im Wing Chun gibt, in dem sogenannten Sektions- oder Partnerform-basierten Wing Chun, was sich also mit Qizhou beschäftigt, da wären die Wing Chun Qizhou-Sektion 1 bis 19. Ja, also hier würde ich mal mich beschäftigen mit der Videoserie zum Qizhou, speziell Dan Qi, also einarmiges Qizhou für absolut den Beginn. Dann die Videoserie zum Punzhou oder Ponzhou, rollende oder faltende Arme, ja, wo ich sozusagen die Grundbewegung erkläre, was man damit überhaupt will, was die einzelnen Handbewegungen überhaupt bedeuten sollen und wie man aktive, passive Handwechsel macht und so weiter, einfache Attacken aufbaut. Und dann die Videoserie über die erste, sogenannte erste Chamkyu Qizhou-Sektion, wo ich die Grundlagensektion erkläre, Zugangriff, Lapkün, Paxau V-Stoßzyklen, Gamsau V-Stoßzyklen, Rückwärts V-Stoßzyklen, Zickzack-Schritt-Zyklus und was es da nicht alles gibt. Also ein Haufen Material. Ja, guckt euch das mal an. Das sind die Videoserien, die jetzt spezifisch hierfür interessant wären. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, mit uns das im Training direkt auszuprobieren und die Formen zu lernen, die Fallschule zu lernen, wir haben dicke Matten in der Halle ausgelegt. Wenn ihr Qizhou und Lazao mit uns trainieren wollt, kommt in unser Training, bringt entsprechende T-Shirts, Flaschen Wasser mit. Probetraining viermal ist kostenlos. Ja, das war's bis hier. Wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.